Du kannst dich mal. Pau. Influencer? Das ist doch kein richtiger Beruf. Der ist ja auch so. Doch. Oh, shit. Doch. Ich finde es immer gut, das Influencer-Dasein einfach mit einer ganz normalen Selbstständigkeit zu vergleichen. Wir sind Fotografen, wir sind Models, wir sind Schauspieler, wir sind Moderatoren, wir sind alles zusammen. Das ist unser Hobby und das ist unser Beruf geworden. Ja. Wir verdienen mit unserem Hobby Geld. Und das ist halt einfach das Beste, was dir passieren kann. Und ich glaube, das können viele Leute nicht nachvollziehen und denken, ja, du musst aber im Büro sitzen und feste Arbeitszeiten haben und das und das und das machen. Ja. Was muss man haben, um als Influencer richtig erfolgreich zu sein? Und kann man das lernen? Glück, ein Handy. Viel Glück und ein Handy. Ein Handy mit unendlich Datenvolumen. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine Leidenschaft. Man muss ein Thema finden, was man über alles liebt, für das man total brennt und worüber man halt gerne erzählt und berichtet. Aber es ist halt so, dass die Masse und so ein bisschen der Instagram-Algorithmus entscheidet, wer es dann tatsächlich schaffen kann. Ihr habt einen richtigen Traumjob. Ja. 100%. Für mich persönlich 100%. Für jemanden, der nicht so gerne vor Kamera steht, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, damit denken auch wieder die Leute, dass man als Influencer nur in der Sonne chillt und dann ein paar Selfies von sich macht oder Fotos am Strand. Für Geld würdet ihr alles verkaufen. Hä? Hä? Ja, was alles? Mein Bein? Also man lehnt auch viele Kampagnen einfach ab, wenn man das Gefühl hat, das passt nicht zu einem und das passt vor allem auch nicht zur Zielgruppe. Ich finde es immer ganz wichtig, dass Zielgruppe, Marke und die Kampagne quasi sehr schlüssig sind. Ich kriege in letzter Zeit jede Woche von so einem Shisha-Hersteller eine E-Mail, ob ich nicht seine Shisha vorstellen würde. Mach das doch endlich mal, dann gibt der Ruhe. Ich achte halt auch immer so ein bisschen darauf, dass ich niemanden negativ beeinflusse. Und sowas zum Beispiel, ich würde keinen Alkohol promoten. Ich trinke auch selber keinen Alkohol. So hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich halt versuche, ein möglichst gutes Vorbild zu sein. Fashion-Blogger besitzen alle einen begehbaren Kleiderschrank. Das stimmt. Also nicht alle, aber ich habe einen. Ich habe doch nicht mal einen Kleiderschrank. Wir haben keinen Kleiderschrank. Wir haben so eine doofe Wohnung, da sind so Schrägen und ich habe keinen Platz für eine Stange und drei Schubladen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da reinkomme und denke, ho, welch ein Palast. Ich glaube natürlich, dass es viele Frauen gibt, die einfach Mode lieben. Und von daher bin ich da auf jeden Fall dem Klischee treu, dass ich einen begehbaren Kleiderschrank habe. Ihr kauft euch Follower. Ich könnte, glaube ich, mit diesem Gefühl gar nicht leben, wenn ich jedes Mal diese Angst haben müsste, dass das irgendwelche Leute erkennen oder merken. Also das finde ich richtig gruselig. Und das Ding ist, es bringt einem nichts, weil die Leute, das sind halt tote Accounts und damit kann man halt nichts machen, das verstehen die Firmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es viele Leute machen, man kriegt das auf jeden Fall mit. Das ist so, als wenn ich ein Theater miete für 100.000 Leute, aber keiner kommt. So, das ist genau das Gleiche, ist halt schwachsinnig, braucht man halt nicht. Also. Irgendwie wird man dann natürlich nicht so akzeptiert, weil man sich das einfach nicht erarbeitet hat, sondern man hat es sich halt erkauft. Bevor Foodblogger anfangen zu essen, darf niemand die Gabel in die Hand nehmen und den Teller berühren, bevor nicht ein Foto gemacht wurde. Wenn Essen vor mir steht, ich kann es nicht fotografieren. Muss man halt essen. Also ich habe noch, glaube ich, kein einziges Bild auf Instagram von meinem Essen gepostet oder auf Facebook oder so, weil ich halt, dafür ist ja Essen da, ich will es ja essen. Ja. Das muss ja ein schönes Foto werden. Und wenn man da schon einmal mit einem Löffel durch die Lasagne durchgegangen ist, dann ist das halt nicht so schön, ne?